Die Förderung von Technologiezentren ist wichtig, wenn Europa im Wettbewerb mit der Weltwirtschaft bestehen und seine Umweltziele erreichen will. Hallo und willkommen zum Programm. Diese Woche kommt Business Planet aus dem niederländischen Zwolle, einem Sci-Tech-Hotspot. Dort gibt es ein preisgekröntes Projekt, bei dem Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Die Plattform ermutigt Start-ups, ihre Unternehmensträume zu verwirklichen. Schauen wir es uns mal an. Greenpack iLab wurde von zwei niederländischen Universitäten gegründet. Das Zentrum, das Wissenschaft und Wirtschaft unter einem Dach vereint, ist eine Brutstätte für Innovation. Ziel ist, die nächste Generation von Kunststoffen zu fördern und Unternehmer zu unterstützen, die sich an zirkulären und nachhaltigen Werten orientieren. Was ist das Besondere an diesem Inkubator? Das Besondere ist, dass wir eine Gemeinschaft sind. Eine Gemeinschaft von Trainern und Unternehmern, die sich gegenseitig helfen und Wissen zur Unternehmensentwicklung zur Verfügung stellen. Zurzeit betreuen wir 20 aktive Startups, die 60 Jobs bieten. Wir sind wirklich stolz darauf, ihnen zu helfen. Olaf Vermeulen ist eine der Erfolgsgeschichten von iLab. Der 23-jährige Student gründete seine eigene Firma. Mit seinem Startup entwickelte er eine Reihe von biobasierten und biologisch abbaubaren Kunststoffen aus Kaffeesatz. Die Unterstützung, die ich erhielt, war sehr wichtig. Die Hilfe bei der Gründung und Vergrößerung des Unternehmens, bei der Entwicklung der Materialien und beim Übergang von einem Startup mit 10 Tonnen Produktionskapazität zu 100 Tonnen im nächsten Jahr. Für seine Arbeit hat Greenpack iLab den großen Preis der Jury des Europäischen Unternehmensförderpreises 2019 der EU-Kommission gewonnen. Insgesamt bewerben sich jedes Jahr rund 350 Organisationen bzw. Projekte für die nationalen Vorentscheide. Ein toller Raum. Was fangen Sie damit an? Viel Platz für Unternehmer für ihre Produktion. Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? Wir haben bereits 45 Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Polymerindustrie gecoacht. Das wollen wir weiterführen. So können wir neuen Unternehmen helfen, sich auf dem Markt zu etablieren, was sich positiv auf Wirtschaft und Umwelt auswirkt. Abschließend eine praktische Frage. Wie kann ich als Unternehmer an diesem Projekt teilnehmen? Wer eine gute Idee hat, zum Beispiel ein nachhaltiges Polymerprodukt, das man produzieren will, kann sich bei uns melden. Wir werden dann ein Gespräch führen. Wir helfen gern und man kann sich unserer Gemeinschaft anschließen. Das war's von Business Planet. Weitere Informationen auf unserer Webseite. Dort gibt es wertvolle Tipps. Danke fürs Zuschauen.